In diesem Video möchte ich euch meine Leidenschaft für preisgünstige CNC-Maschinen näher bringen. Auf dem Markt gibt's unzählige Varianten, von ganz billig und ganz simpel bis hin zu etwas teurer und robuster aussehend. Die Maschinen, auf welche ich mich beziehe, verwenden ein unmodifiziertes Gabel als Firmware, die auf einem ATmega 328P Mikroprozessor läuft. Der günstige Preis, der hervorragend dokumentierte Mikrocontroller und die Open Source Firmware machen all diese Geräte zu einer großartigen Plattform, um Maschinensteuerung zu erlernen und Hard- oder Software-Hacks durchzuführen. Eine Maschine kann durchaus out of the box etwas grottig sein, wer damit umzugehen weiß, kann auch mit solch einem Werkzeug sehr gute Resultate erzielen. Drei derartige CNC-Maschinen sind hier zu sehen. Die einfachste Variante nennt sich T8 und besitzt einen Arbeitsbereich von 12×10×4 cm. Der Antrieb erfolgt mit Hilfe bipolarer Schrittmotoren über 8 mm Spindeln. Die Achsen werden längs von Stahlrundstäben mit Hilfe von Stahlbuchsen geführt. Die Hauptschwachpunkte der Konstruktion sind: Die Frässpindel besteht aus einem simplen Gleichstrommotor, an dessen Ausgangswelle ein Adapter zur Werkzeugaufnahme angebracht ist. Der Hebel von der Werkzeugspitze zum unteren Motorlager ist für Frässpindeln gigantisch, was unweigerlich zu schlechtem Rundlauf führt. Die Mechanik einer CNC ist niemals ideal steif und verbiegt sich daher unter Last. Die 8 mm Rundstäbe der X-Achse können relativ leicht per Hand ausgelenkt werden. Die sehr ungünstigen, weil unnötig langen Hebelverhältnisse der Mechanik verstärken die unerwünschten Effekte durch Spiel und Verbiegen. Die zum Antrieb verwendeten Spindeln besitzen ein festes und ein loses Ende. Das feste Ende muss natürlich drehbar, dabei aber auch möglichst spielfrei am Rahmen der Mechanik befestigt sein. Die verwendeten Kugellager haben merkliches Spiel und die Aufnahme der Spindel ist nicht perfekt zentrisch. Die mangelnde Präzision der Spindelbefestigung am festen Ende wird am losen Ende, an dem sich der Antriebsmotor befindet, mit einer flexiblen Kupplung ausgeglichen. Diese Kupplung erlaubt ein Ausweichen der Spindel sowohl quer als auch längs der Spindelachse. Sehr steif ist dieser allerdings beim Übertragen von Drehbewegung. Die Antriebsspindeln arbeiten mit Messinghülsen als Führungsmuttern. Diese weisen merkliches Spiel auf. Um dieses zu kompensieren, wird bei den beiden anderen CNC-Maschinen über eine Schraubenfeder und eine zweite Messingmutter eine gewisse Vorspannung auf die Führungsmutter gegeben. Somit wird die entsprechende Achse mit einer definierten Kraft gegen die Windungen der Trapezspindel gedrückt. Dieses Konzept der Vorspannung ist im Bereich von CNC-Maschinen weit verbreitet, funktioniert allerdings nur, solange die Kräfte während des Betriebs der Mechanik unterhalb der durch die Vorspannung gegebenen Kraft bleiben. Ferner gilt, je höher die Vorspannung, umso höher die dadurch verursachte unerwünschte Reibung. Bei den hier zu sehenden CNC-Maschinen ist die Vorspannung eher gering, so dass die Seitenkräfte beim Fräsen auch nicht sehr groß ausfallen dürfen. Das Fräsen von Kunststoff mit einem V-Bit funktioniert mit den CNC-Maschinen ganz gut. Hier zu sehen ist die 3018 Pro. Die 3018 im Gerätenamen bezieht sich auf die Fläche der Werkstücke, die mit dieser CNC bearbeitet werden kann, nämlich 30×18 cm. Die bei der T8 gezeigten Grundprinzipien der Mechanik inklusive der ungünstigen Hebelverhältnisse sind fast gleich. Der Gleichstrommotor ist allerdings leistungsstärker, die Werkzeugaufnahme ist präziser gefertigt, was in einem etwas besseren Rundlauf resultiert, und die Rundstäbe zur Führung besitzen einen größeren Durchmesser von 12 mm.
Somit ist die Mechanik dieser CNC generell etwas besser, aber nach wie vor weit von perfekt entfernt. Anstelle der Stahlbuchsen werden Linearkugellager zur Führung längs der Rundstäbe verwendet. Klingt besser, ist es aber nicht wirklich, da preisgünstige Maschinen auch preisgünstige Kugellager verwenden, die leichtes Spiel quer zur Bewegungsrichtung aufweisen. Im Zusammenspiel mit den ungünstigen, weil langen Hebelverhältnissen wird damit das Spiel an der Werkzeugspitze nicht wirklich besser als bei der T8. Die stabileren Materialien bewirken aber zumindest, dass sich die Mechanik unter Last insgesamt weniger verbiegt. Auch die Robo gehört zur sehr verbreiteten Klasse der 3018 Maschinen. In Sachen Mechanik ist der Hauptunterschied zu den beiden vorherigen Maschinen, dass der Tisch mit dem Werkstück beim Bearbeiten nicht bewegt wird. Die Schwachpunkte sind aber mehr oder weniger die gleichen. Metalle fräsen zu können, darf man mit diesen CNC-Maschinen nicht erwarten, aber Kunststoff gravieren? Oder Holzfräsen gelingt mit einer Präzision, die sich durchaus sehen lassen kann. Bei dem hier gezeigten Fräsen von Holz wird das Werkstück zeilenweise und immer nur von links nach rechts gefräst. Somit ist die Kraftrichtung auf den Fräser und die Mechanik stets gleich, womit das Spiel in der Anlenkung keinen merklichen Einfluss auf die Qualität des Ergebnisses hat. Man kann sehr viel über den softwaretechnischen Weg von der digitalen Vorlage hin zum fertigen Werkstück lehren und lernen, denn dieser Weg ist alles andere als klick und fertig. Wer mehr aus seiner CNC herausholen will, muss diese modifizieren, auf Neudeutsch hacken. In diesem Video lasse ich mechanische Hacks mal außen vor und spreche lediglich kurz die Elektronik bzw. die Software an. Am hackerfreundlichsten ist diesbezüglich die T8, denn die Hauptplatine besteht aus einem Arduino Uno Klon und einem darauf aufgesteckten CNC-Shield mit entsprechenden Motorsteuerungen. Die Schrittmotorsteuerungen sind auf dem Shield aufgesteckt und können bei Bedarf getauscht werden. Besser geht's nicht. Ferner sind alle Pins des ATmega über das aufgesteckte Shield leicht zu erreichen, womit auch Hacks in Sachen Elektronik extrem einfach durchzuführen sind. Die Firmware kann über die Arduino IDE nach Belieben angepasst werden. Die beiden 3018 Maschinen besitzen Hauptplatinen, auf welchen alle Komponenten fest verlötet sind. Ferner sind nicht alle Pins des Mikroprozessors auf der Platine herausgeführt. Das Gute ist, dass sich als Mikroprozessor in beiden Fällen ein ATmega 328P darauf befindet, der gleiche Prozessor, den auch der Arduino Uno nutzt. Ferner erfolgt die Umsetzung von USB hin zur seriellen Schnittstelle des ATmega über Chips vom Typ CH34, womit auch diese Platinen über die Arduino IDE programmiert werden können. Bei der 3018 Robo funktioniert das völlig ohne Anpassungen, die Platine wird als Arduino Uno erkannt. Die 3018 Pro arbeitet mit einer Übertragungsrate von 57.600 Baud, weshalb hier eine Anpassung in der Konfiguration vorgenommen werden muss, um die Maschine als Arduino Uno programmieren zu können. Die Anpassung in der Datei boards.txt ist auf meinen Seiten beschrieben. Gabel ist Open Source, sodass Sie die Firmware nach Belieben anpassen oder jederzeit auch wieder zurück zur Originalfirmware wechseln könnt. Oder ihr schreibt einfach was ganz Neues, von Grund auf, denn so lernt man am intensivsten. Jede der hier gezeigten Maschinen besitzt drei Schrittmotoren, einen Gleichstrommotor und Endschalter. Somit hat man eine fertig montierte und verlötete Hardware für den EDV- oder Maschinenbauunterricht, mit der man zeigen kann, wie GPIOs die Welt bewegen.
Was beim Modifizieren der Firmware dieser Maschinen zu beachten ist und wie man erkennen kann, welche Hauptplatinen dafür geeignet sind, dazu gibt's mehr auf Homo Faciens. Dort findet ihr auch Anregungen, was mit derartigen Maschinen so alles gemacht werden kann. Die T8 hatte ich bereits für einen Roboterarm demontiert, selbiger ist mittlerweile aber auch schon wieder ausgeschlachtet und die Komponenten werden demnächst für ein weiteres Projekt eingesetzt. Wer mich im Bemühen der interessierten Welt die Möglichkeiten von Physical Computing aufzuzeigen unterstützen möchte, darf gerne die Spendenschaltfläche auf meinen Seiten nutzen. Vielen Dank an alle, die mir auf diesem Weg schon eine Motivationsspritze haben zukommen lassen. In diesem Sinne, danke fürs Angucke und bis bald!